Ja, hi Leute. Bevor dieses Video losgeht, wollte ich euch eine ganz kurze Anmerkung machen. Und zwar läuft momentan auf dem Discord eine kleine, ja, Veranstaltung, sag ich mal. Und zwar suchen wir Vorschläge für das Create-Logo. Ihr habt ja dieses hier schon gesehen, wie ihr gerade wahrscheinlich sehen werdet, ja. Und wir haben uns aber Gedanken gemacht über noch ein paar neuere. Ich blende euch hier mal noch ein paar ein. Ja, wie ihr seht, also eigentlich fast alle nach dem gleichen Prinzip, halt der Minecraft-Block und dann die Minecraft-Schrift und dann jeweils halb einmal eine andere Schriftart für Create. Und ihr könnt natürlich auf dem Discord mitmachen. Ihr könnt natürlich diese Vorlagen verwenden, die schon in einem Channel namens Logo Contest findet. Und ja, ihr müsst euch natürlich nicht an diese Vorlagen halten. Ihr könnt natürlich auch komplett eigene Logos erstellen, was sogar auch nochmal schön wäre. Und wenn ihr dann eure Logos fertig habt, dann sendet die einfach in den Hashtag Logos-Kanal. Dort werden wir die dann anschauen und bewerten. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Dieses Video dient der Information zu dem bevorstehenden Projekt und dessen Mods. Ihr seht, wir haben hier einmal CurseForge geöffnet. Den Download-Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Ja, und es wird so sein, dass ihr natürlich auf den Server nur mit dem Modpack könnt. Und deswegen habe ich ein eigenes Modpack erstellt. Seht ihr, wird gemacht Create. CreateDev 2 können wir leider nicht nehmen, da das bei mir mal abstürzt. Ich weiß nicht warum. Komisch. Deswegen habe ich jetzt einfach ein eigenes erstellt. Ihr seht, Spielversion ist 1.16.3. Das liegt daran, dass die Create-Mod eigentlich nur für die 1.16.3 erst verfügbar ist und in CreateDev 2 ist auch noch für 1.16.3, aber alle anderen Mods sind 1.16.4. Deswegen stürzt es immer ab, wenn man es dann in der 1.16.4 startet. Genau. Diese Mod beinhaltet, also das Modpack beinhaltet Just Enough Items, Create und Journey Map. Diese drei sind halt grundlegend Standard und mehr brauchen wir eigentlich auch nicht. Genau. Ihr fragt euch natürlich, ja, wie kriegen wir das jetzt? Ihr könnt es ja schlecht suchen, weil ich nämlich noch nicht Mod-Ersteller bin, so gesehen. Dafür habe ich euch hier per Export-File, kann ich euch zeigen. Package-Version braucht ihr jetzt erstmal nicht sehen. Ich kann es euch auf jeden Fall als Datei geben. Sprich, das sieht dann später so aus hier. Ihr habt dann also, hier ist die 1.0, hier ist die 1.1. Und hier drin sind dann halt die ganzen Mods und so weiter. Das packt ihr aber nicht in euren Mod-Ordner, sondern ihr geht hier oben auf Create Custom Profile. Und hier steht All Imported Previously Created Profile. Dann drückt ihr hier auf Import. Und dann könnt ihr zum Beispiel hier Redgamer Create 1.0 auswählen. Wenn ihr das dann macht. Seht ihr hier, erstellt er euch das direkt. Und dann habt ihr das hier. Und dann drückt ihr einfach hier auf Play. Dann startet sich hier der schicke Launcher. Ne? Redgamer Create Forge. Und dann drückt ihr einfach auf Spielen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal. Und dann gehen wir nochmal in Create rein. Und dann seht ihr nochmal ein paar coole Features. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir in unserer Welt angekommen. Oh, und ihr seht, es leckert noch ein bisschen, weil es noch lädt, aber das ist ja nicht so schlimm. Was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, dass wir hier oben rechts eine Karte haben, aber die kann ich euch so zeigen hier. Also Journey Map, ganz kurz erklärt, ist einfach eine Mod, mit der ihr eine große Karte habt. Und mit der könnt ihr dann natürlich Sachen erkunden gehen, euch so Waypoints markieren, wie zum Beispiel hier. Ja, ich nenne es jetzt einfach so, Safe. Jetzt habt ihr hier einen Waypoint. Von denen könnt ihr von überall her sehen. Das heißt, ihr könnt jetzt solche Dörfer markieren oder Festungen oder eigentlich alles, was geht. Dann haben wir natürlich noch Just Enough Items. Ne? Da kann man dann sehen, wie Blöcke gecraftet werden, wie stellt ihr sie her. Also auch, das, also das ist auf jeden Fall jetzt praktisch für die Create Mod, weil man die so nämlich nicht wüsste, wie man sie craftet. Und ihr seht, es gibt sehr, 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 sehr viele Sachen. Und das alles in einem Video zusammenzufassen, könnte etwas knapp werden. Deswegen zeige ich euch einfach nur ganz kurz im Groben, was es denn für coole Dinger gibt. Also, grundsätzlich fängt man erstmal an mit der Energie,
Die Energie ist kinetisch, sprich, ihr erzeugt mit einem gewissen Objekt Rotationsenergie, die ihr weiter benutzen könnt. Wir haben hier sogenannte Shafts, wie ihr seht, und an denen kann man zum Beispiel Zahnräder platzieren oder halt diese Gearboxen, wo man dann innen drin nochmal so ein Shaft ist, aber halb ja, verkleidet. Frage ist natürlich, wie treiben wir es jetzt an? Hier gibt es einmal die Handcrank. Das ist eigentlich einfach eine Handkurbel, wie ihr seht. Dann, zweitens gibt es ja noch die Variante des Wasserrades. Das können wir mal hier symbolisieren. So. Also ihr seht, das Wasser läuft natürlich hier rum und tut jetzt dieses Wasserrad antreiben. Das Coole ist jetzt natürlich, wir haben jetzt Rotationsenergie. Moment, lass mich mal ganz kurz schauen hier. So, wir wollen es natürlich ein bisschen schneller haben. Also wir haben jetzt Rotationsenergie. Jetzt können wir hier zum Beispiel einen Shaft dran packen und ihr seht, er dreht sich. Damit wird halt alles betrieben. So, und wenn ihr jetzt dann zum Beispiel hier ein Speedometer benutzt, oder ein Stressometer, das sind die Dinger, mit denen, also beim Stressometer seht ihr halt, hallo, es dreht sich. Und ihr seht, beim Stressometer ist nicht wirklich viel drin, das heißt, ihr habt auch nicht wirklich viel, was ihr benutzen könnt. Wir haben nur 256 Stress Units. Das ist die Einheit, in der das hier gemessen wird. Beim Speedometer seht ihr andersrum natürlich, wie schnell sich das Ganze dreht. Genau. Zu den einzelnen Stress Units und sowas werdet ihr im Projekt mehr erfahren. Gebe euch das hier gerade mal kurz durch. So, jetzt mit dieser Rotationsenergie könnt ihr zum Beispiel auch Zahnräder betreiben. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick, wie ihr es schneller machen könnt. Ihr seht schon. Hier, von langsam zu schnell. Und ihr seht aber auch, wie viele Stress Units wir jetzt hier benutzen. Immer noch so viele? Okay. Ach stimmt, wir haben ja noch keinen Verbraucher. Verbraucher sind zum Beispiel, wenn wir hier Crushing Wheels nehmen. Ja, ihr seht, overstressed, weil das einfach zu viel ist. Es braucht 512 Stress Units und so viel haben wir nicht. Genau. Ja, dann eine weitere Methode der Energiegewinnung ist über Kohlekraft. Oder halt nicht nur Kohlekraft, je nachdem, was ihr in den Ofen reintut. Furnace Engines, die packt ihr an den Furnace dran und dann an einer anderen Stelle platziert ihr hier genau dieses große Rad. Jetzt packt ihr hier zum Beispiel irgendwelchen Brennstoff rein. Ich habe jetzt zum Beispiel mal Lava und Kobbel genommen. Jetzt packe ich es rein und ihr seht, produziert jetzt gerade 16.000 Stress Units. Es ist echt viel, aber dafür müsst ihr ja kontinuierlich für eine gute Verbrennung sorgen. Genau. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Art der Energiegewinnung. Und die ist nichts anderes als Windkraft. Also wir haben jetzt Wasserkraft, Kohle, beziehungsweise ja doch Kohlekraft kann man sagen, und Windkraft. Windkraft funktioniert so, ihr baut hier vorne einen Wallblock dran, braucht dafür einen Windmill Bearing. Dann nehmen wir uns jetzt mal ganz kurz Superglue. Mit dem klebt, der klebt alles zusammen. So, hier nehmen. Cool ist, wenn ihr es jetzt in Aufwand nehmt und damit einen Block irgendwo rechtsklick macht, wird er automatisch dran geklebt. Das ist eigentlich viel besser. So, provisorische Windmühle. Und jetzt können wir hier einfach rechtsklick drauf machen. Zack, und ihr seht, das Ding dreht sich. Und daher kriegen wir dann auch Rotationsenergie. 512 Stress Units, also ungefähr so viel, wie wir für ein Crushing wir brauchen. Ja, je mehr ihr davon baut, desto schneller wird das dann auch natürlich. Und ja, das sind die drei Arten der Energiegewinnung. Und normalerweise könnte man jetzt halt übelst geile Bohrer bauen, die euch in den Boden graben oder ja, was es nicht alles gibt. So, ihr seht jetzt hier einen kleinen provisorischen Bohrer. Der macht nichts anderes als, wie ihr seht, sich in den Boden graben. Und wenn er was findet, legt das automatisch in die Kisten. Na, ihr seht, das ist halt der Bohrer. Und wenn ich den jetzt mal kurz hochhole. Da ist er.
Schauen wir mal in die Kisten. Nix, nix, nix. Machen wir 3 Kohle, ein bisschen Kobbel, 2 Eisen. Passt doch. Guter Ertrag. So Leute, ich habe jetzt hier meine kleine Maschine aufgebaut, um euch diese Funktion der Pumpen zu zeigen. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr habt gerade zum Beispiel eine kleine Fabrik, platziert jetzt hier eure Wasserflaschen auf dem Band. Dann werden die hier bei so einem Ding ausgelernt. Das Wasser wird dann nach hier oben gepumpt und ihr seht, oh, da wandert es schon weiter. Dann werden hier die Glasflaschen von diesem coolen neuen Greifarm gepackt, hier aufs Band gelegt. Und jetzt wandern die auf diese Stelle hier. Und ihr seht, was jetzt passiert. Erstmal wird es mit Wasser gefüllt, dann kommt der Greifarm, nimmt sich diese Flasche und packt die hier in die Kiste rein. Ist das nicht cool? Also, wow. Ich muss schon sagen, das finde ich echt begeisternd, oder? Ja, das sind die Pumpen. Die können sogar auch richtige Seen auspumpen, aber das wird euch im Projekt besser gezeigt. Ja, und mehr will ich euch von diesem Projekt auch erstmal nicht spoilern. Das waren jetzt zwar nur 2 Sachen, aber die sind auch schon mal richtig cool, oder? Also komm, gib zu, die Mod hat was drauf. Vor allem auch mit den neuen ganzen Baublöcken, die hinzugekommen sind. Also, Halleluja, da hat man ordentlich was zu tun. Und ich habe damit sogar auch ein ganzes Fahrstück gebaut. Den baue ich diesmal natürlich effizienter. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, euch wird dieses Projekt sehr gefallen. Macht's gut und ciao, euer Red Gamer.